Herzlich willkommen zu. Halt, das ist ja komplett das falsche Bild. Sehr gut. So, das war das Hintergrundbild von meiner TV da oben. Siehst du, ich habe noch die Übersicht mit allen Bildschirmen, ne? Ding, genau. Ja, da wollen, ja. So, egal, lange Rede gar keinen Sinn. Wo sind wir jetzt? Wir wollen nach da. Genau, lange Rede gar keinen Sinn. Weiter geht's im Klartext. Was? Ich brauche Urlaub. So, fahren. Obwohl, getankt haben wir, glaube ich, gerade, ne? Das heißt, halt eigentlich alles richtig. Okay, gut. Nee, können wir uns also direkt die nächste Mission suchen. Sehr schnieke. Ach ja, es regnet ja gerade. Oh Gott. Grauenhaftes Wetter. Wollen wir noch mal pennen gehen? Das Problem ist, wir können noch einmal pennen, aber man kann immer nur dreimal pennen. Und dann ist es wieder fast Nacht, ne? Ja, dann wäre es wieder 20 Uhr. Komm, wir gucken erstmal, was wir so hier auf dem Frachtmarkt haben. Hier oben. Hier oben haben wir eigentlich schon fast alles erkundigt, ne? Ich würde gerne mal hier unten weiter erkundigen. Da haben wir so ziemlich noch gar nichts. Okay, das heißt, wir gucken mal ganz kurz, was in unten. Ach, hier ist nur noch Sprengstoff. Ah, guck mal, ist doch genau die richtige Strecke. Genau das, was ich gesucht habe. Ah, ist ein bisschen kurz. Die ist ein bisschen kacke. Ah, die ist ein bisschen. Obwohl, das ist genau das. Wenn wir die Strecke hier hinten lang führen, umlegen. Also, ich meine. Ist das schon. Aber die bringt halt auch relativ wenig Geld ein, ne? Alter, so. Also ich weiß, Amerika ist krank, ja, aber dass die ganze Zeit immer so viele Missionen zur Verfügung stehen mit Dynamit, Digga, was machen die Amis den ganzen Tag? Ich meine, die vertickern hier mehr Dynamit als Schwarzpulver. Und ich dachte schon, Schwarzpulver ist bei denen ein Absatzmarkt für sich. Aber das hier ist ja. So viel Tagebau betreiben die doch gar nicht. Oh, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal die Strecke, ne? Die sieht sehr interessant aus. Wie gesagt, wir müssen hier unten in dem Bereich mal wieder ein bisschen mehr machen. Hier haben wir quasi alles aufgedeckt. Aber hier in dem Bereich haben wir noch überhaupt nichts. Das ist ein bisschen schade. Ja gut, dann nehmen wir die Strecke direkt. Die Mission. Wie dieser Hurensohn von Polizist oder so weit vorfahren muss, Alter.
Wenn er kein Polizist gewesen wäre, hätte ich ihm so sehr in die Eier getreten, damit die voll aus der Nase wieder rausgekommen wären. Könnte man mal glummen, Alter. Echt mal. Voll durch Schwänze, alle. So, eigentlich rein theoretisch ist es ja so, dass man vor allen Dingen auf die Aufträge achten sollte, wo diese Zeit hier, die unten, dieses Angebot läuft ab in, möglichst hoch ist. Weil, aufgrund dessen hat man nämlich nach hinten hin mehr Zeit, weil diese Reserve, die man hier hat, kommt ja noch zu der Reserve, die man durch den Auftrag als solches hat, ja noch dazu. Das heißt, wenn man zum Beispiel so einen Auftrag hier hat, na, dann hat man gerade mal die Fahrtstrecke und die Reserve, die einem das Spiel hier lässt. Wenn man den Auftrag annimmt, hat man aber die Reserve, die einem das Spiel in dieser Mission lässt, plus noch weitere 12 Stunden zusätzlich. Natürlich kann man jetzt nicht immer drauf achten, weil ne, bei dem Beispiel hier zum Beispiel ist das halt eine Luschen-Mission. Ich meine, gut, man kriegt zwar auch 60.000 pro Meile, aber ist halt nur trotzdem eine relativ kurze Mission. Während man bei der Mission hier halt schön viel mit einmal verdient, wobei es natürlich bei weitem noch nicht so gut ist wie die mit 100.000 vorhin. Sowas hier zum Beispiel wäre natürlich schon noch ein bisschen attraktiver. Aber ja. Das ist natürlich, ach siehst du, andererseits, wir haben ja bloß noch zwei Folgen und ich will jetzt nicht noch, vielleicht sollte man wirklich, wirklich die hier nehmen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlau, die große hier zu nehmen. Traurig ist natürlich, hier oben haben wir auch schon alles erforscht, ne? Weißt du was, wir machen es mal ganz anders. Wir machen es mal, nee. Weg. Wir nehmen mal den Auftrag hier gar nicht an, sondern wir fahren mal erstmal wieder zu unserer Heimatgarage, also die hier. Und dann machen wir erstmal das mit dem LKW kaufen und alles, bevor wir uns jetzt hier die nächste Mission suchen. Und wie gesagt, wir fahren auch erstmal hier zu der und gucken dann, was wir denn von dort aus für Mission bekommen. Aber ich mache erstmal das mit den LKWs, damit wir das nicht vergessen. Das heißt, bevor wir jetzt hier irgendwie rum Kuddelmuddeln, wir müssen zum LKW-Händler. Das bist du. So, und da brauchen wir einmal ein Petabyte. Na, wir brauchen einen Speicherplatz. Und zwar zu meiner Flotten-Configuration. Wir nehmen mal die Leistungsstärkeren. Davon nehmen wir mal noch einen. Und der kommt nach da und kommt nach da und dann kommt es nach da, genau. Bam. Und jetzt haben wir noch 85.000. Warum das? Oh, weil er 424. Aber trotzdem, wir hatten noch 170.000, oder? Obwohl doch, haut hin. 85 ist 170. Das passt voll. Scheiße. Ich dachte, die wären preisteuer. Hey, wieso kann ich hier kein... Achso. Ich muss jetzt mal hier raus und jetzt hier reinklicken, genau. Ja, das natürlich... Wait, what? Achso. Ah. Ah. Online kaufen. Ja, genau, das hat... Genau, das ist die... das ist ja der Canvas. Ach! Ja, ich habe zuerst hier auf Petabyte draufgeklickt, bin aber dann zum Mod-Händler gegangen. Deswegen war ich hier bei dem. Das, wow. Okay. Nee, den will ich und dann würde ich aber einen Laden besuchen. Und zwar dich zum Beispiel. Jetzt sind wir richtig. Für den großen LKW. Genau. Und da 100... Alter, der kostet ja alleine schon 170.000. Warum ist das so teuer? Nee, du. Finde ich jetzt nicht so geil. Haben wir jetzt mittlerweile steckere Sachen? Oh. Vielleicht sollten wir lieber mal unseren erstmal ausrüsten. Auf 600 PS. Kostet zwar gleich 50.000, aber... Ey, weißt du was? Komm mal, let's go. Wir machen mal in rückgängig machen. Ja, kaufen können wir den uns ja sowieso so erstmal nicht. Kannst du vergessen. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal ganz kurz zur Arbeitsagentur.
und beschaffen uns mal noch einen weiteren Fahrer für den neu erworbenen LKW. Ich würde echt gerne mit einer Frau gehen, wobei die schon echt komisch guckt. Also, warum guckt die so? Sie guckt so, wie als wenn man gerade ihre Familie beleidigt hätte. Was hast du gesagt? Ja, also die guckt nicht sehr sympathisch. Ne? Also, der guckt eher wesentlich sympathischer. Und er ist natürlich auch noch eine bessere wahrscheinlich, weil er so sympathisch guckt, ne? Das Äußere zählt mit. Oder irgendwie so. Das Auge ist mit, klingt gerade ein bisschen kannibalistisch. Gibt's hier nur zwei Frauen? Ich meine, die sieht aus, wie als wenn die gerade auf Drogen wäre. Und die, als wenn ich gerade ihre Familie beleidigt hätte. Gibt's keine normalen weiblichen Personen, die einfach mal so sympathisch aussehen, wie er hier oder wie er. Gut, er guckt jetzt. Geht's voll klar. Ne? Digga, was macht Snoop Dogg hier? Jo, Snoop Dogg Dogg. Ja, das ist natürlich, fuck my life. Warte mal kurz, wenn wir zu unserer Garage fahren. Es ist Freitag 10 Uhr. Wenn wir zu unserer Garage fahren, dann vergeht doch eigentlich Zeit, oder? Bekommen wir denn auch neues Personal zur Auswahl? Ich fahre mal jetzt dahin. Schnellreise. Kostet 2000. Aber wie lange das dauert, steht hier gar nicht mehr. Das ist Zeit. Ja, nee, ist immer noch Freitag 10 Uhr. Das heißt, die Zeit vergeht dabei gar nicht. Eben, das war ja damals ein Exploit, den man ausnutzen konnte. Warum steht der Hänger da hinten? Warum ist der nicht direkt angekoppelt? Was ist denn hier los, Leute? Gut, das heißt, wir gehen mal nochmal pennen. So, ach nö, wir können nicht nochmal pennen. Ach, scheiße. Ich dachte, das wird dabei wenigstens auch zurückgesetzt. Super, jetzt ist es Nacht. Sehr geil. Ja, und da es immer noch der eine Tag ist, glaube ich auch nicht, dass wir jetzt neue Leute bekommen haben. Arbeitsagentur. Achso, da. Ja. Immer noch der gleiche Schlag von Leuten. Weißt du was? Ich nehme erstmal dich. Fahrer einstellen. Du kommst nach da. Ich habe gerade mal eine einzige Frau. So. Mal gucken, was wir jetzt mal neu. Ja. Er ist neu dazu gekommen. Er sieht aus wie der Typ aus irgendeinem Schnitt aus irgendeinem Film. Keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Ja. Aber weibliche Kundschaft haben wir keine bekommen. Na gut, dann bleiben wir einfach so, wie es gerade ist. Was soll's? Frauenquote am Arsch. Wem interessiert das schon? So, okay, das heißt, wir haben einen neuen LKW und einen neuen Fahrer. Den werden wir gleich mal konfigurieren. Ja, kennt man ja, wenn man einen neuen Angestellten hat. Den geht man erstmal hin, klappt seine hintere Kopfhälfte auf und tastet da an der Tastatur rum. So, wir machen erstmal Fernfahrten. Alles andere kommt später. Aha. Ich meine, er ist hier schon relativ gut. Vielleicht sollten wir erstmal darauf gehen. Aber Fernfahrer bringt halt gerade am Anfang immer am meisten. Ja. Keine Ahnung. So, die beiden sind mittlerweile alle ausgeglichen. Ich bin voll ausgeglichen, mein Freund. Ich bin voll im Zen. So, und wir gucken jetzt mal, was wir jetzt hier von unserer aktuellen Position für... Mann, mach ich mich mit dem Mikrofon, Alter. Dieses Mikrofon ist egal, wo es ist immer im Weg. Was? Genau, Job. Wir Auftrag. Frachtmarkt. Und zwar von da, wo wir gerade sind. Bup. Also. Sag mal, was ist mit diesem Spiel und diesem verfickten Dynamit? Ich meine, bis zu einem bestimmten Punkt, ja? Ist es ja noch ganz okay. Aber hallo? Okay, ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich dachte, dass es hier überall Dynamit ist. Aber es sind nur immer die Punkte, wo wir kratzt sind. Na ja, gut. Ja.
Das heißt, wir haben einfach scheiß Position. Ey, danke. Ja, Digga, Dynamit. Yeah. Okay. Döner. Ja, ist doch eigentlich völlig egal. Oh, Alter, 110.000. Wuhu! Eigentlich wäre der Auftrag gar nicht so schlecht. Weil den können wir wunderschön hier unten langlegen. Auch wenn wir hier leider nicht so viel Reserve haben, hier haben wir nur 6 Stunden Reserve, da wäre der natürlich schon geiler. Achso, ist genau das Gleiche. Ha! Ja, dann nehmen wir doch den. Ja, dann nehmen wir doch den. Hier bekommen wir zwar etwas weniger Geld, aber drauf geschissen. Und wir haben vor allen Dingen 19 Stunden Reserve, was bedeutet, dass wir uns die Route legen können, wie fucking wir wollen. So, erstmal müssen wir unseren Auflieger stöpseln. Guckt ihn euch an. Sieht er nicht hübsch aus? Oh, meine Scheinwerfer reichen gar nicht hoch genug. Na gut. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Lol. So, Anhänger ist angekuppelt. Dann würde ich mal sagen, let's go. Wir können noch mal eine Werkstatt aufsuchen. Da können wir mal zum einen gucken, wie teuer jetzt ein neuer Motor ist. Und halt unsere Schäden, die wir jetzt so schon angesammelt haben, auch mal ein bisschen reparieren. Dieser Auflieger ist so scheiße lang, Alter. Da musst du aufpassen, dass du entweder nicht mit dem Auflieger hängen bleibst oder weil du so einen weiten Radius fahren musst, mit dem LKW überall hängen bleibst. Das ist ja so lang hier alles. Vor allem, weil wir auch so eine beschissene Garage haben, wo wir auch noch keinen Zaun oder sowas haben, sondern diese Kackwände. Wo man also von unserem Gelände aus die Straße überhaupt nicht überblicken kann. Da musst du jetzt 3 Kilometer weit rausfahren, damit du überhaupt auf die Straße gucken kannst. Nein. So, 800 Euro. Interessant. So. LKW-Configurator. Das da. Kostet 20 Euro. Siehst du, easy. Geschenkt. So, können wir noch was machen? Jetzt haben wir richtig schön 600 PS Motor. Irgendwas akzeptabel. Hier ist noch nichts dazu gekommen. Wobei, wir haben schon Level 17, ne? So viel bis zum nächsten Level fehlt gar nicht mehr. Oder? Haben wir Level 17? Nee, ne? Was haben wir? Doch, Level 17. Ja, doch, genau. Okay. Cool. Ja, jetzt gehen wir. Er will zu meiner Mami. Danke. So, LKW-Konfigurator. Oh. Da brauchen wir nichts. Ich meine, 300 Gallonen ist zwar geil, aber da würde ich warten, bis wir 300 Gallonen mit 6x4 haben. Weil ich meine, okay, durch Gelände fahren wir jetzt nicht so häufig. Aber ich will nicht auf meinen Allradantrieb hinten verzichten. Wie gesagt, 300 Gallonen wär natürlich schon geil. Gerade bei so einer langen Strecke, wie wir gerade aktuell fahren. Ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir es einfach doch machen. Vor allem, achso, jetzt weiß ich gar nicht, wie es auf der Seite hier aussieht. Ja, siehst du? Die Tanks werden optisch gar nicht größer. Die Tanks sind zwischen den beiden. Der LKW sieht 1:1 genau exakt gleich aus. Kein Unterschied whatsoever. Aber hier habt ihr auf einmal 80 Gallonen mehr. Da fuck! Was ist denn los mit euch, ihr Depos? Oder hat der hier noch einen versteckten Tank irgendwo? Füllt er hier meine Fahrerkabine mit ab oder was? Ich meine, wir als Fahrer brauchen keinen Sprit, wenn ihr versteht, was ich meine. Ach, guck mal, ab. Ach, scheiße. Wir brauchen uns noch ein Level.
Dann hätte haben wir vielleicht. Warte, ganz kurz. Aktuell rückgängig machen? Ja. Was? Ich brauche bis zum nächsten Level, brauche ich ja gar nicht mehr so viel XP, ne? Karriereentwicklung, bla bla bla. Ich brauche noch. Ein bisschen brauche ich auf jeden Fall noch. Fuck. Das hätte ich gesagt, wir machen mal eine kurze Mission, damit ich erstmal auf Level 18 komme. Um dazu gucken, ob man damit denn vielleicht schon ein bisschen mehr anfangen kann. Ich gucke mal ganz kurz. LKW-Browser. Was bekommen wir ab Level 18? Ist sogar der richtige. Level 18. Ja, das wäre genau das, was wir brauchen. 6x4 mit 300 Gallonen. Aber das ist genau mein feuchter Traum. Scheiße. Kack die Wand an. Immer dieses Kack-Level-System. Ich hasse dieses Level-System. Ja, und mit 600 PS sind wir schon so ziemlich am Limit. Die restlichen 25 PS geschenkt. Also, da kommt nicht mehr viel. Aber das mit den Gallonen ist natürlich. Das ist schon echt scheiße. Schon echt traurig und scheiße. Weil wir kriegen jetzt definitiv keine sinnvolle kurze Mission, wo wir zumindest so viel. Vor allem das Blöde ist halt, man sieht halt bei den Aufträgen leider nicht, wie viele EP man bekommt. Ne? Das ist halt. Versand, Ziel, Ultrakenlänge, Gewicht, Absend. Ne. EP sind nicht mit bei und die werden ja auch nur so angezeigt. Das ist natürlich traurig. Ja. Schade. Ich meine, wir können es natürlich auf Gefahr hin einfach eine relativ kurze Mission auswählen. Aber ich glaube nicht, dass wir bei so einer kurzen Mission, die wir jetzt in den zwei Folgen noch schaffen, wobei die Folge jetzt auch wieder fast zu Ende ist. Ja, von daher. Es lohnt sich nicht wirklich. Das heißt, wir bleiben einfach bei dem, wo wir waren. Wo sind wir jetzt gerade? Hä? Achso. Nee. Hä? Jetzt bin ich raus. Hä? Ach so, ich bin im falschen Register. Ha! Ah, das macht schon mehr Sinn. Genau, das heißt, wir bleiben einfach bei dem hier und dann YOLO. Nach dieser Mission können wir uns auf jeden Fall die ganzen Sachen holen. Dann haben wir auch genug Geld dafür auf jeden Fall. Weil jetzt mit den 47.000, gut, wir könnten uns nur 30.000 holen von der Bank, aber ganz ehrlich, 30.000 können wir uns holen. Ja, fühle ich nicht. Nicht wirklich. Das heißt, wir bleiben erstmal so, wie wir sind und nehmen den Auftrag einfach an und dann gucken wir mal später weiter. So, ist natürlich super genial, dass ich hier genau andersrum raus müsste eigentlich. Das wird doch nie im Leben was hier. Ich bleib doch sowas von mit meinem Auflieger hängen. Egal. Straße frei. Man sieht genau gar nichts. Danke dafür. Wow. So, gekonnt wie ein Meister. Freie Bahn mit Marzipan. 25 km/h, Alter. Jetzt haben wir jetzt einen ordentlich kräftigen Motor. Ich meine, wie häufig wir tanken gehen, ist ja letztendlich sowieso egal. Tanken dauert nicht relativ lange. Von daher. So. 20 Meilen müssen wir fahren, okay. Ich hab doch voll scharf gelenkt, oder nicht?
Oder war ich so schnell, dass ich gerade einfach weggerutscht bin? Kannst du mir noch nicht erzählen, Alter? Ich hab das Bahn verlernt. Direkt wieder Schaden, Alter. Nein. Warum immer direkt, nachdem ich mein LKW repariert habe? So, da vorne geht's bei der Ausfahrt schon wieder runter. Ah, wir haben gewonnen. Let's go! Turn right. So. Na dann, auf die Gefahr hin, dass das eine blöde Idee ist. Let's go. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hallo? Hallo? Da hinten irgendwo? Also laut Plan müsste es da hinter dem Gebäude da sein. Na gut, ich fahre einfach mal rum. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Nee, sieht nicht so aus. Ach, das ist doch auch genau so ein Ding, wo wir gestartet haben am Anfang. Oder? Nee. Oh, doch. Nee. So. Ja. Diese Laterne da ist doch gefährlich näher, als ich dachte. Ich fahre mal ein bisschen raus hier. Die Laterne ist mir ein bisschen zu heftig. Kommen die Autos hierher? So, das ist doch schon mal ganz gut. Was mache ich hier gerade? Weißt du, ich stand so gut, um schon wieder alles verkacken hier. Okay, jetzt fahre ich ohne Vorwärtsschatz rückwärts. Alter, Leute, danke. So, jetzt einfach rückwärts fahren. Mein LKW steht perfekt, wie eine 1. Das Problem ist halt, wenn du halt so nach hinten guckst, ist es halt super schwer, das Lenkrad einzuschätzen, wie weit ich jetzt mit der Maus wirklich das Lenkrad bewege. So. Was? Bis nach vorne, danke. Goddammit. Motor ab. Und let's go. Nice. So, jetzt haben wir 26 Stunden brauchen wir und wir haben 62 Stunden Zeit. Ja, das sieht doch machbar aus, oder? So, gucken wir mal ganz kurz, wenn wir jetzt die Strecke hier umlegen.
Da müssen wir mal in Gebiete kommen, wo wir noch nicht so häufig waren. Zum Beispiel nach da. Nach da und dann. Oh. Nee, das macht hier alles streckenmäßig keinen Sinn. Gut, ich könnte hier abbiegen. Macht aber auch nicht wirklich Sinn. Dann müsste ich jetzt hier die Ecke fahren, damit ich dann nach da oben komme. Und hier hinten lang fahren. Müsste ich quasi entweder hier lang fahren und das hier ist aber ja schon weiter Umweg wieder. Also so runterfahren. Okay, machen wir mal ganz anders. Ich fahre mal schon hier lang. Was? Ungefähr so. Und dann so. Genau. Ja, das ist doch schon mal ganz guter Punkt. Ja, das Problem ist, wir kommen auf die Straße nicht, obwohl doch kommen wir relativ gut drauf. So. Okay. Ja, das sieht doch ganz annehmlich aus. Das kann man doch so machen. Und wir jetzt noch hier lang fahren, voilà, das ist doch perfekt. Brauchen wir statt 26 Stunden 33 Stunden. Wir haben also 6 Stunden dadurch jetzt noch mehr. Das ist schon eine Hausnummer. Ich bin ehrlich gesagt hiermit nicht so ganz glücklich, da wäre ich lieber, aber das ist dann auch genauso ein Umweg. Also letztendlich, ob wir nun hier rumfahren oder hier rumfahren, ist dann dabei auch fast egal. Ich würde halt gerne. Oder wir machen den Punkt weg und fahren hier rum. Warte mal kurz, wir haben jetzt 33 Stunden. Du kommst weg. Wenn ich jetzt sage, wir wollen hier lang fahren. Hier lang fahren. Na gut. Nimmt sich nicht wirklich was. Können wir den Boot wegnehmen? Dann haben wir jetzt 34 Stunden. Also noch mal eine Stunde mehr. Aha. Nehmen wir einfach den Weg. Ah, sieht so in Ordnung aus. Haben wir auch 34 Stunden. So, das heißt, wir haben 34 Stunden. Also, wir brauchen 34 Stunden und haben 62 Stunden. So rum. Ja, das heißt, wir haben gerade mal 20 Stunden, also zwei Schlafphasen. Ich meine, wir sind jetzt ausgeschlafen. Wenn also alles gut geht, dann sollten wir das problemlos schaffen, keine Frage. Aber wenn es nicht gut läuft, wenn wir auf einmal wieder viel länger brauchen als 34 Stunden, warum auch immer, dann wird es kritisch. Egal. Das werden wir dann sehen, wenn es kritisch wird. Oder so ähnlich. Gutchen. Dann soll es auch damit erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge und für ATS mit dieser Session. Au! Auch erstmal letzte Folge. Ja, bis dann.